Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück bei Torment. Und wir wollten noch zu Ende mit Matkina sprechen, ihre Geschichte hören. Und dann gehen wir hoch zum Luftschiffkapitän und zu Eritis und wollen mal sehen, was da rausgekommen ist und ob wir dann jetzt hier wegfliegen können. So, jetzt aber fragen wir sie mal nach ihrer Geschichte. Was ist deine Geschichte? Sie sieht dich langsam und musternd an. Du warst Teil meiner Geschichte. Was musst du sonst noch wissen? Tja, wie bist du überhaupt zu einer Meuchelmörderin geworden? Eine Reihe von bedauerlichen Missgeschicken. Vielleicht erzähle ich dir eines Tages davon, aber nicht jetzt. Wie hat Neng sein Augenlicht verloren? Er verlor die Kontrolle über seine Form, oder vielleicht fühlte er sich von mir irgendwie bedroht. Jedenfalls zeigte er seine andere Form und ich habe mich verteidigt. Mit den Gezeiten. Ihr Blick ist ausdruckslos, aber fest. Er hat sich nie davon erholt. Hast du Pei Recken je wiedergesehen? Einmal in Milia West. Pei konnte sich nicht mal mehr an Kollen erinnern. Erinnerte sich nicht an die Leute, die sie für ihren sinnlosen, endlosen Krieg geopfert hat. Und sie verstand nicht mal, warum sie mir nicht egal waren. Ich hätte ihr den Hals umgedreht, wenn Adiris mich nicht zurückgehalten hätte, um ihren kostbaren Frieden zu bewahren. Und als Pei weg war und ich mich wieder beruhigt hatte, fragt mich einer der anderen, was das Problem ist. Sagt, in ein paar Jahrzehnten wären die Dorfbewohner ohnehin alle tot gewesen. Ich habe mir geschworen, dass ich nie so denken werde, aber jetzt bin ich hier, ein paar Jahrhunderte später, und die Leute sterben zu schnell und zu jung, und ich kann mir kein Mitgefühl erlauben. Sie scharrt mit den Füßen. Unsterblichkeit ist ein Fluch. Also Unsterblichkeit ist ein Fluch, besonders wenn deine Begleiter für die Ewigkeit andere Abgeworfene sind. Das bezieht sich alles auf die Geschichte, die wir zusammen mit ihr gemeinsam in diesem Dorf in Erinnerung erlebt haben. Wo wir, glaube ich, hatten wir ein paar Sachen anders gemacht? Ja, darauf bezieht sich das. Wir hätten diese Unterhaltung wirklich da führen sollen. Das ist ein bisschen blöd von mir gewesen. Naja, ich wollte mit dir darüber reden, was dir widerfahren ist, nachdem ich Tashs Körper im Meere verlassen habe. Ich weiß nicht, wann du ihn verlassen hast. Tash hat mein Gedächtnis ausgelöscht und... Warte, nein, Tash ist gestorben, aber nicht für immer. Dann trat er wieder der Miliz der Ersten ein. Dann habe ich ihn getötet. Stimmt's? Sie tippt sich mit dem Handballen an die Stirn, wie um sich die Erinnerung einzuhämmern. Ja, so war's. Danach bin ich in der Welt herumgereist. Ich bin zurück nach Kollen gegangen, um mich daran zu erinnern, was die Menschen mit denen machen, die fremd und anders sind. Mir wurde klar, mein Leben hat keinen Sinn. Ich ging nach Miel Avest, um zu sehen, was unsere Geschwister taten. Sie hatten sich kein Stück verändert, sagten mir, ich solle meine Kräfte sammeln. Sie lacht bellend. Unser Erzeuger hat uns viele Eigenschaften mitgegeben, aber mehr als alles andere die Gier nach Stärke in allen Formen. Ich habe ihren Rat ausgeschlagen, aber je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer sah ich die Wahrheit. Wenn du stark und mächtig bist, kann dir keiner wehtun. Sie spricht leiser. Oder denen, die du liebst. Wir werden sie mal weiterreden lassen, nicht unterbrechen. Also kam ich nach Sargos Klippen, begann zu arbeiten. Einer unserer Brüder hat mich angeheuert und dann verraten. Ich dachte, er würde mir helfen, aber wie Pei, wie die Erste, wie Tash, hat er sich gegen mich gewendet. Da begriff ich, dass ich niemandem trauen kann. Also habe ich zurückgeschlagen, heftig. Da habe ich mich dazu entschieden, meine eigene Organisation zu gründen, hat etwa ein Jahrzehnt überdauert. Die endlosen Diskussionen, gegenseitiger Betrug, Kämpfe unter den verschiedenen Banden und natürlich Verrat. Irgendwann habe ich das aufgegeben und mich dazu entschieden, fortan alleine zu agieren. Und nach einigen weiteren Jahrzehnten bin ich dann wieder in die Florge gelandet und habe begonnen, für die Memovira zu arbeiten. Es waren gute Jahre. Für mich hat es sich so angefühlt, als würde ich irgendwo hingehören. Es gab Spannung, klar, aber wir waren ein gutes Team. Und dann hat mich mein Lieblingssterblicher auch betrogen. Sie verschränkt die Arme. Du willst wissen, warum ich unten in dieser Höhle war, als du mich gefunden hast?
weil ich gelernt habe, dass ich allein am besten dran bin. Ohne andere Leute um sich herum kann einen auch niemand betrügen. Das war's. Du hast deine Geschichte, reden wir nicht mehr darüber. Jetzt frage ich mich aber, warum sie nach dieser Geschichte uns traut, ne? Okay, gibt's noch andere Fragen, die wir ihr stellen können? Wie geht es dir? Ich halte mich an dich. Du bist aus einem anderen Holz geschnitzt als der Rest von uns. Du entwickelst dich weiter. Okay. Da hat sie offenbar eine hohe Meinung von uns. Ich würde gerne über unsere Begleiter reden. Mal sehen, was sie zu den anderen sagt. Oh, Klatsch! Sie zieht die Augenbraue hoch, wie aufregend. Was denkst du über Kalestisch? Wenn ich mich recht erinnere, hat sie einen gewissen Ruf. Was oder wer ihr im Weg steht, wird beseitigt. Die Leute erzählen sich dasselbe von dir, Liebes, sagt Kalestisch. Ach wirklich? Notkina sieht zufrieden aus. Reden wir über Rin. Bist du ein bisschen durcheinander oder interessiert es dich einfach nicht, was es mit mir machen würde, wenn wir versagen? Worüber spricht sie jetzt? Spricht sie mit Rin? Vielleicht will ich ja hier sein. Wunderbar, ihr seid beide wahnsinnig. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig gewesen. Dann lass uns weitermachen. Okay, mit Martina haben wir auch gesprochen. Ich weiß nicht, wäre ja schön, wenn wir informiert werden, wenn es neue Themen gibt mit unseren Begleitern. Das fand ich schon eine recht komfortable Option. Mal gucken. Ansonsten müssen wir immer noch so ein paar Dingen, relevanten Sachen vielleicht mal schauen und mit ihnen sprechen. Aber jetzt erstmal hoch zum Luftschiffkapitän. Wie sich dieser Konflikt geklärt hat, das wollen wir jetzt wissen. So, hier war die Treppe. Gehen wir. Die Info ist ganz interessant. Dominante Gezeiten können auf subtile Weise beeinflussen, wie andere auf dich reagieren. Das mit den Gezeiten ist wirklich so eine Sache. Eigentlich, das läuft so nebenbei ab und bestimmt halt die Dominanten. Und im Moment ist die Goldene bei uns dominant. Empathie, Barmherzigkeit und Aufopferung. Spielen wir so eine gute Frau hier? War mir noch gar nicht bewusst. Aber okay, wir haben viel geholfen, das muss man schon sagen. Okay, dann mal hoch hier. Wartet mal, wer ist denn das? Standen die da vorne auch? Ja, die standen da auch. Stimmt. Ist da was Neues? Nee. Aber hier sind die beiden. Meister Renio und Erithis. Dieser so golden schimmernde. Da bin ich mal gespannt. Genug, sagt der Luftschiffmeister und hält seine Hände vor sich, als wolle er Erithis an den Wams packen und ihn von der Plattform stoßen. Du hast mein Luftschiff gestohlen. Es ist zu spät für Entschuldigungen. Bist du sicher? Sagt Erithis und reckt den Kopf. Ich könnte mindestens noch 3 weitere erfinden, wenn es was hilft. Oh mein Gott. Aber Meister Renio hört nicht zu. Ich verlange eine Entschädigung. Mein Schiff ist mein Lebensunterhalt und das schnappte sich dieser Vagabund. Er starrt verbissen auf den vergesslichen Gläf. Ich verlange Gerechtigkeit. Ich nehme sie als Dienst entgegen. Gut. Wir können ihn einschüchtern und täuschen. Wir könnten ihn überreden. Das ist ja eine lustige Lösung. Ein einheimischer Kult hält mich für ihren Gott. Ich könnte sie überreden, die Schuld abzuarbeiten. Kommt, das finde ich eine gute Sache. Wir haben ja sowieso da so ein Lügengebäude aufgebaut. Dann soll uns das doch irgendwie auch nutzen. Und ihm von mir aus auch. Wobei, wir könnten auch Erithis eigentlich auffordern, dass er arbeiten soll. Aber ich meine, das ist absurd. Macht er sowieso nicht, ne? Aber
der Form halber schlagen wir ihm das mal vor. Mal gucken, wie er reagiert. Eritis, du stehst in Meister Renios Schuld. Du solltest für ihn arbeiten, bis du sie beglichen hast. Oh, Arbeit? Sagt Eritis zweifelnd. Ich habe gearbeitet. Mir hat es nie gefallen. Zu viel Arbeit. Ja, cool. Wenn das so einfach geht, ist das doch die beste Lösung. Wir könnten ihm jetzt hier noch so ein bisschen was Positives mit auf den Weg geben. Willst du mir damit sagen, dass die Arbeit in einem Luftschiff-Dock kein Abenteuer ist? Doch, natürlich, sagt er und ist offensichtlich allein von dem Gedanken beleidigt. Er dreht sich um, ist wild entschlossen und reicht dem plötzlich argwöhnischen Renio die Hand. Ich nehme dein Angebot an, wir ziehen gemeinsam ins Abenteuer. Sehr schön, sind wir den losgeworden auf diese Art und Weise. Wunderbar, sagt Renio nach einem Moment der Ruhe, als ob er versuchen würde, sich selbst zu überzeugen. Gut, er dreht sich mit einer kleinen Verbeugung zu dir. Wir werden bald wieder das Tal der verlorenen Helden anfliegen. Nochmals danke für deine Hilfe bei dieser Sache. Okay, lasst uns loslegen, Eritis. Da steht jetzt Eritis mit einer Kiste. Und Rien kann aufsteigen. Ja, und ich würde... Wir gucken... Warte mal, was machen wir zuerst? Ich will einmal kurz gucken, wie das jetzt läuft, wenn wir abfliegen. Weil das ist eigentlich das Nächste, was wir zu tun haben. Der junge Händler schaut Eritis zu, wie er schwere Kisten schleppt und dabei über Seile tanzt. Der Junge ist ein wenig eine Plage, aber wir machen schon noch einen Hafenarbeiter aus ihm, glaube ich, schmunzelt er. Was kann ich für dich tun? Okay, jetzt könnten wir fliegen. Das machen wir jetzt nochmal nicht. Wir sagen leb wohl, weil erst einmal schauen wir uns Marien an und gucken mal ganz kurz, was wir tun können. Sie hat Stufe 2 erreicht. Sie ist unsere Heilerin. Sie hat schnelle Finger. Wie gesagt, wir wollten sie nicht so in den Kampf schicken. Schleichen ist sie gut. Aber Schleichen ist auch Matkina gut. Kräftigen, da kann sie Zustände entfernen. Mal gucken. Gibt es noch jemanden Wahrnehmung, der besser ist da drin? Ja, Matkina, das brauchen wir auch nicht weiter steigern. Okay, sprinten, weiß ich nicht, ob das so gut... Ah, das könnte ganz gut sein. Warte mal, was bringt das noch? Bonus auf Bewegungsdistanz in jeder Krisenrunde. Okay, das heißt, gerade als Unterstützerin, als Heilerin im Hintergrund wäre das gar nicht so schlecht, wenn sie noch schneller sein könnte. Also das ist eine Option. Mal gucken, was wir noch machen können. Fertigkeit verbessern, da haben wir es. Sprinten... Könnten wir jetzt verbessern? Oder... Ach, ein Edge verbessern wäre auch ganz cool. Geschwindigkeit muss sie unbedingt haben. Wir werden mal ihren Edge für Geschwindigkeit erhöhen. Ja. Das hat sie noch gar nicht. Das erscheint mir jetzt fast noch wichtiger zu sein. Gut, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werden wir auch nochmal mit Rien sprechen, um nochmal ihre Geschichte... zu erfahren. Was ist los? Fragt sie. So, was ist deine Geschichte? Sie runzelt die Stirn und hält sich den Ellbogen. Einiges davon weißt du schon, vielleicht gleich viel wie ich. Was willst du noch wissen? Ja, wo kommst du eigentlich her? Ihr Gesichtsausdruck wird abwesend. Ein schönerer Ort als hier, sicher und warm und weit, weit weg von hier. Einen Moment wirkt sie völlig in Gedanken versunken, dann fährt sie fort. Es gibt dort eine Menge Bäume. Alles Mögliche wächst dort. Es gibt ein kleines Dorf mit einer großen Mauer, um das Böse draußen zu halten. Und ich habe dort Eltern. Ach, sie hat noch Eltern? Sie schüttelt leicht den Kopf und wendet sich wieder dir zu. Da gehöre ich hin. Das ist mein Zuhause. Dort habe ich Eltern. Ich bin keine Waise. Okay, klingt nach einem schönen Ort. Wie heißt er? Sie lächelt und setzt so eine Antwort an. Da macht sich plötzlich Panik auf ihrem Gesicht breit. Ihr Blick huscht hin und her und dann greift sie sich mit einer Hand an ihren verletzten Kopf. Es heißt Barant. Als sie aufsieht, ist ihr kleines Gesicht ernst. Ja, es heißt Barant, mein Dorf, mein Zuhause, wo meine Eltern sind. Hat sie das möglicherweise jetzt gelogen? Das ist merkwürdig. Wenn du von so weit wegkommst, warum sprichst du dann dieselbe Sprache wie alle anderen hier?
Sie neigt den Kopf nachdenklich zur Seite. »Ich weiß nicht. Genauso gut könnte ich fragen, warum ihr alle meine Sprache sprecht.« »Okay. Und wie bist du nach Sargos Klippen gekommen?« Sie schüttelt den Kopf. Tränen steigen ihr in die Augen. »Ich kann mich nicht erinnern. Ich erinnere mich, ich bin gelaufen. Und ein Feuer. Aber das Feuer hatte die falsche Farbe. Ich weiß nicht.« Rin sieht sich mit verlorenem Blick um. »Und dann war ich plötzlich hier. Nichts ergab mir einen Sinn.« »Oder stammt die vielleicht auch wie die Kinder aus der Vergangenheit?« »Hm. Wie lange bist du schon von zu Hause weg?« Sie kratzt sich nachdenklich am Nacken. »Nur ein paar Wochen, glaube ich.« Wieder berührt sie mit den Fingerspitzen leicht die Seite ihres Kopfes. »Fällt mir schwer, mich zu erinnern, wann die Verletzung passiert ist. Ich erinnere mich nicht gut an die Zeit.« »Denkst du, dass deine Eltern nach dir suchen?« Sie ist wie vom Donner gerührt, als hätte sie noch nie darüber nachgedacht. Als sie dann endlich spricht, ist ihre Stimme emotionslos, fast wie betäubt. Und sie spricht mindestens so sehr zu sich selbst wie zu dir. »Sie wissen, dass ich in Sicherheit bin. Sie können nicht hier sein. Sie müssen zu Hause in Sicherheit sein.« Rin hält sich langsam die Hand vor den Mund. Ihr Blick ist ängstlich und seltsam ausdruckslos, beinahe wie betäubt. Sie wendet sich von dir ab und spricht mit etwas, das sie in den Händen hält, zu leise, als du es verstehen kannst. So geht es lange weiter, sie murmelt vor sich hin und sieht besorgt aus. Du begreifst, dass sie deine Gegenwart vollkommen ausgeblendet hat. Oha. Also Rin hat irgendwie ein ganz großes Geheimnis. Tut mir leid wegen neulich, ich weiß, wir haben unser Gespräch nicht beendet. Es ist nur, bitte vergib mir mein schlechtes Benehmen. Sie faltet die Hände vor der Brust und verbeugt sich leicht. Können wir unser Gespräch von vorhin beenden? Sie nickt und lächelt erschöpft. Ja, es ist nur, ich bin es nicht gewohnt, mit jemand anderem als Aal über diese Dinge zu sprechen. Es ist schwieriger, als ich gedacht habe, aber ja, reden wir weiter. Sie sieht dich geduldig an. Ich möchte nochmal über dich sprechen. Na gut, sagt sie mit einem Stirnrunzeln. Was willst du wissen? Wer ist Aal? Panik macht sich in ihrem Gesicht breit. Was? Niemand, antwortet sie schnell. Zu schnell. Dann zieht sie mit einem Seufzen etwas aus ihrer Tasche, einen kleinen dunklen Stein mit einem Loch. Er ist außerhalb deiner Griffweite, aber dennoch hält sie ihn beschützend vor die Brust. Das ist Aal. Er beschützt mich, er weiß alles übers Verstecken. Okay, kann ich dir ein paar Fragen über deinen Freund stellen? Sie hält sich den Stein ans Ohr und neigt den Kopf zur Seite. Dann sieht sie zu dir auf und nickt kurz nervös. Okay, ein paar Fragen sind okay, aber nur ein paar. Wie bist du deinem Stein begegnet? Sie steckt Aal zurück in die Tasche. Er ist kein Stein, er ist ein Kiesel. Okay. Gut, du sprichst also mit einem Kiesel. Sie schüttelt den Kopf. Nein, ich spreche mit Aal. Er ist kein Stein, er ist ein Gott, der in einem Kiesel lebt. Ah. Okay. War Aal schon immer in einem Stein? Sie nickt. Er ist noch ein sehr junger Gott. Die älteren Götter haben meist schon in vielen Gefäßen gelebt. Okay. Hast du Aal von zu Hause mitgebracht? Sie schüttelt den Kopf. Ihr Blick ist abwesend. Nein, ich... Sie verstummt abrupt und schließt die Hand fester um ihren Kiesel. Dann beginnt sie von neuem. Ja, ich schätze, ich habe ihn von zu Hause mitgebracht. Ich fand ihn bei einem Fluss. Ich trage ihn bereits seit Jahren in meine Tasche. Auch das klingt jetzt nicht so glaubwürdig. Was bedeutet, dass er ein Gott ist? Rin verzieht das Gesicht. Schwierige Frage. Bei mir daheim gibt es viele Götter. Götter für Feld und Heim, Götter für Stock und Stein. Bei mir in der Heimat ist eine Familie arm, wenn sie keine eigenen Götter hat. Sie sieht den Stein in ihrer Hand an und spricht leise. Aber hier gibt es keine Götter. Das ist wie an einen Ort zu kommen, an dem die Leute kein Fleisch kennen. Oder keine Luft. Wie erklärt man sowas? Und ich habe ja keinen einzigen Gott gesehen, außer Aal. Und der ist meiner. Er ist einfach da. Er ist mein Freund. Rin verstummt, den Blick auf den Stein in ihrer Hand gerichtet.
Wie alt ist Aal? Sie grinst stolz. Nur ein paar Wochen alt. Er ist richtig stark für einen. Sie verstummt und sieht zu ihrer Hand runter. Das muss dir doch nicht peinlich sein. Sie sieht zu dir auf und grinst wieder, dann flüstert sie gut hörbar. Es ist ihm peinlich. Ach Gottchen. Tragen deine Heimat alle ihre Götter einfach so mit sich herum? Sie schüttelt den Kopf. Nein, meist bleiben die Götter im Haus ihrer Familie. Sie geben Rat, helfen bei gewissen Dingen. Okay, muss ein gutes Gefühl sein, etwas von zu Hause bei sich zu tragen. Sie nickt und streicht geistesabwesend mit dem Daumen über die glatte Oberfläche des Kiesels. Du hast gesagt, Aal wäre erst ein paar Wochen alt und dass du ihn bereits seit Jahren bei dir trägst. Was jetzt? Sie öffnet und schließt wortlos den Mund. Sie ist kurz still, dann sagt sie, Aal will nicht, dass ich noch weiter darüber rede. Ich will nur sicher gehen, dass es dir gut geht, Rien. Sie lacht humorlos. Natürlich geht es mir gut. Warum sollte es mir nicht gut gehen? Ich bin weit weg von zu Hause, habe Nähte statt Haare am Kopf und alle halten mich für verrückt. Selbst der Mann, der Angst vor seinem eigenen, wie sagt man, Levi hat. Sogar er hielt mich für verrückt. Sie legt eine Hand auf ihre Kopfwunde und schließt fest die Augen. Ich will nicht fragen, aber ich will auch nicht nicht fragen. Sie öffnet die Augen wieder und sieht dich voller Unschuld und Flehen an. Denkst du, dass ich nicht ganz richtig im Kopf bin? Ich denke, du hast eine Menge durchgemacht, Rien. Manchmal spielt uns unser Geist einen Streich. Also denkst du auch, dass mit mir etwas nicht stimmt? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht würde es helfen, wenn du dich an mehr aus deiner Vergangenheit erinnern würdest, wie die Namen deiner Eltern zum Beispiel. Also mein Vater heißt... Sie verstummt und runzelt die Stirn. Meine Mutter heißt... Ihre Verwirrung wird zu Panik. Nein! Sie schüttelt vehement den Kopf. Nein! Ich kenne ihre Namen, ich kenne sie, sie sind... Aber wieder bringt sie keinen Ton heraus. Aal! Sie zieht den Stein aus ihrer Tasche und hält ihn vors Gesicht. Ihre Tränen glitzern auf seiner schwarzen Oberfläche. Aal, warum kann ich mich nicht erinnern? Warum? Was habe ich getan? Ihre Schultern beben, als sie versucht, das Schluchzen zu unterdrücken, das sie überkommt. Was ist passiert? Was ist mit mir los? So geht es lange weiter. Sie hat ihre Umgebung und dich vollkommen vergessen. Mama? Ach Gottchen. Komm, aber das wollen wir jetzt nochmal zu Ende bringen. Ich muss erneut um Vergebung meines schlechten Benehmens bitten. Worüber möchtest du mit mir reden? Ja, wir wollen nochmal mit dir sprechen. Na gut, was willst du wissen? Haben wir mit bezüglich des Gottes alles gesprochen? Das können wir auch später nochmal nachholen, oder? Nee, kommt, jetzt sind wir so im Thema drin. Das ist auch blöd. Lasst uns das kurz jetzt beenden. Also, irgendwas hatten wir noch nicht. Bei welchen Dingen helfen die Götter? Naja, Götter, sie sind alt, weißt du? Also wissen sie eine Menge, weil sie schon so lange auf der Welt sind und manchmal sagen sie dir etwas von dem, was sie wissen. Geben dir Ratschläge. Manchmal hören sie auch einfach zu, wenn du mit wem reden musst. Manchmal müssen sie gar nicht mehr tun. Du hast gesagt, er ist ein Gott des Versteckens. Ist das mehr als ein Ratgeber? Sie nickt und hebt unbewusst die Hand mit dem Stein und hält ihn nah an ihrem Herzen. Einige Götter können dir handfestere Hilfe geben. Aal weiß alles übers Verstecken, wie man sich klein macht und ganz still ist. Er hilft mir, mich zu verstecken. Er sorgt dafür, dass mich niemand finden kann. Er passt auf mich auf. Okay. Der Kiesel ist also sein Körper oder sein Haus? Sie lächelt. Ein wenig von beiden. Er kann ihn leichter verlassen als ein Körper, aber nicht so leicht wie ein Haus. Aber der Kiesel ist nicht wirklich er. Es ist eher wie ein Gefäß. Rien sieht hoffnungsvoll zu dir auf. Ergibt das Sinn? Ein Gott, der von Körper zu Körper springt, das klingt vertraut. Sie nickt grinsend. Ich habe ein wenig aufgeschnappt. Ich dachte mir, dass du es am besten verstehst. Okay, ich denke, an dieser Stelle beenden wir jetzt mal das Gespräch. Da gibt es noch ein paar Sachen, glaube ich, die wir von ihr erfahren können. Wir sind eigentlich jetzt mit dem, was offensichtlich ist, hier durch. In dieser Stadt, in Sargus Klippen. Jetzt werde ich Folgendes tun, was ich schon mal angekündigt habe. Ich erläutere es nochmal. Ich werde jetzt nochmal Offcam über die ganzen Karten ziehen
und nochmal mir alles angucken. Es gab, glaube ich, noch so ein paar Geräte, wo wir vielleicht noch ein paar Fähigkeiten einsetzen konnten. Vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen Gesprächspartner, wo noch was Neues ist. Dann will ich nochmal in diese Kneipe gucken, um immer noch hier diese beiden letzten Sachen zu erledigen. Vielleicht gibt es da was Neues. Ich mache das folgendermaßen. Immer wenn ich merke, es ergibt sich was, ich kann was tun, dann breche ich das ab und mache das dann wieder mit euch zusammen, so dass keiner irgendwas verpasst. Aber diese Suche ist doch etwas, ja, vielleicht etwas langwierig und ermüdend. Deswegen mache ich das erstmal vorbereitend off-cam. Also insofern geht es das nächste Mal weiter, entweder mit noch neuen Dingen, die ich erfahren habe, oder dann mit dem Aufbruch in das Tal der toten Helden. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinbein.